Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat und heute schauen wir uns mal einen kleinen Spontankauf an, den ich getätigt habe auf Amazon. Ich bin hier durch Zufall drauf gestoßen beim Rumstöbern am Prime Day und für 8,45 Euro, glaube ich, habe ich hier bezahlt. Tja, habe ich mir das einfach mal kommen lassen und zwar ein Star Trek Communicator aus der Classic-Serie aus den 60ern mit Licht und Sound. Und das Ganze für, wie gesagt, unter 10 Euro. Und da bin ich mal gespannt, tja, was ich hier so erwarten kann. Die Marke oder die Firma ist wohl Running Press, noch nie von gehört. Und hier hinten haben wir noch Empfehlungen für den Preis. 12,95 Dollar in USA, 16,50 Kanada und in UK 7,99. Und hier soll noch ein 48 Seiten starkes Büchlein dabei sein über die Historie des Kommunikators. So, und oh, Deluxe Mega Kit Edition. Schauen wir direkt mal rein. Ich bin echt gespannt, wie das Ding aussieht. Und ja, also, was auf jeden Fall sofort auffällt, ich stell's mal hier rüber, ist die Größe. Das Teil ist nämlich nicht original groß, sondern original groß war das eher so groß wie meine Hand. Also ich würde mal sagen, vielleicht zwei Drittel der originalen Größe. Aber der erste Blick sieht eigentlich ziemlich gut aus für 8,45 Euro. Hier hinten ist eine kleine Knopfzellen, würde ich mal sagen. Dreimal 1,5 Volt LR41 Knopfzellen sind hier hinten drin für die Licht- und Soundeffekte. Und ich klapp's mal auf. Mal schauen, ob es so geht wie in der Serie. Nee, das geht nicht. Also man muss es schon noch so aufklappen. Schwupps. Und so sieht er dann aufgeklappt aus. Und tja, der erste Eindruck, muss ich sagen, für das Geld, boah, sieht ganz gut aus. Auf jeden Fall kann man es schön irgendwie so in die Vitrine legen. Aber wir haben ja hier noch zwei Knöpfe mit Licht und Sound. Und naja, hören wir mal hin. Einmal der Ton, der normal hier beim Öffnen kommt. Und dann, ja, so ein Scannerton oder sowas, würde ich sagen. Und der ist richtig lang. Und schaut euch mal hier diese Effekte an, dieser kleine Hologramm-Effekt, den wir hier noch haben. Also ich muss sagen, hör mal auf bitte. Hallo. Der geht wirklich lang, der Ton. Also ich muss sagen, gefällt mir echt ganz gut, das Teilchen hier. Kommt auf jeden Fall in meine Star Trek-Vitrine rein und ja, ist dann ein schöner kleiner Hingucker. Also für 8,45 Euro, ja, kann man machen. Aber jetzt schauen wir uns hier noch das kleine Büchlein an. 45 Seiten stark und tja, was haben wir denn da? Star Trek Communicator, Introduction, Design, Function, also alles auf Englisch gehalten. Aber hier mit schönen Fotos noch und mit Erklärungen über Star Trek, wann das erste Mal ausgestrahlt wurde und so weiter und so fort. Also schon eigentlich ganz interessant für den, der also hier Englisch kann. Hier kann man nochmal schön den Größenvergleich sehen. Wenn ich das jetzt hier so in die Hand nehme und in der Hand von Captain Kirk, da sieht man schon, das Teil hier war größer, aber vom Design her haben die das echt sauber getroffen hier. Muss ich schon zugeben. Und tja, was haben wir denn hier noch Interessantes? Ach, die alte Crew. Das waren noch Zeiten. Schlechte Effekte, aber nette Geschichten. Also so hat alles angefangen mit Set-Fotos, alles, also wäre das ja, ganz nett, kann man machen, wieso denn eigentlich nicht? Also auf jeden Fall, ich packe das hier jetzt mal in meine Vitrine zu meiner Enterprise und wer auch sowas haben möchte, ich verlinke euch das Teil einfach mal in der Videobeschreibung, 8,45 Euro, für mich war es ein Spontankauf, den ich nicht bereue, gefällt mir ganz gut. Und dann sage ich jetzt, MeAppleCat, Ende und aus, für heute.